Suche, suche, suche. Gegenstand gefunden. Jobo ist toll, ja? Jobos nächste Aufgabe war es, Coco und dem Mann mit dem gelben Hut dabei zu helfen, einen Mittagsimbiss für den Strand einzupacken. Oh, nein, passt auf! Oh, entschuldige, Coco. Ich höre mir gerade eine Geschichte an. Das schleimige Seeungeheuer aus dem Meer. Sie ist toll und furchterregend. Coco verstand nicht, wie etwas toll und furchterregend sein konnte. Ah. Dankeschön. Aha. Also bist du bereit für die lange Wanderung zum Strand? Tada! Oh, ich hoffe, wir treffen kein schleimiges Seeungeheuer. Coco konnte sich nichts Schöneres vorstellen, als den ganzen Tag zusammen mit Jorbo den Strand zu erkunden. Gegenstände hier aufbewahren. Hör mal, Coco, möchtest du schwimmen gehen? Oh, gute Idee. Tut mir leid, aber Roboter dürfen nicht ins Wasser. Kannst du bitte noch mal im Handbuch nachlesen? Nun, Coco, wenn Jorbo aus Plastik wäre, so wie dein Eimer oder aus Holz, so wie dieser Stuhl, dann dürfte er ins Wasser gehen. Aber Jorbo ist aus Metall und Metall rostet, wenn es nass wird. Und Rost ist sehr schlecht für Metall, denn es macht das hier. Wer als Letzter im Wasser ist, hat verloren. Sieht aus, als wäre ein Gewitter im Anzug. Irrtum, der Sturm ist schon hier. Schnell, bringt uns in Sicherheit. Boah, geschafft. Oh, oh je, na schön. Coco fand es gemütlich, im Trockenen zu sitzen und dem Gewitter zuzusehen, zusammen mit dem Mann mit dem gelben Hut und Jorbo. Oh. Coco, du kannst nicht hinausgehen, solange es blitzt und donnert. Oh, wir haben Jorbo vergessen. Mach dir keine Sorgen. Er wird sicher ein bisschen nass, aber bevor er anfängt zu rosten, haben wir ihn abgetrocknet. Sobald das Gewitter vorüber ist, holen wir ihn. Hey, wie wär's mit einem Spiel 3 gewinnt? Coco spielte normalerweise sehr gern 3 gewinnt, aber jetzt musste er immerzu an Jorbo denken. Sieh mal, wie der Sturm den Strand verwüstet hat. Keine Sorge, Coco, wir finden ihn. Jorbo ist ein sehr kleiner Roboter. Unter dem Seetang? Könnte sein. Dann mal los! Aber Jorbo war nicht unter diesem Seetang. Oder irgendeinem anderen Seetang. Also gut. Wir haben jetzt auf dem Sand und unter dem Seetang gesucht. Das bedeutet, Jorbo muss im Sand begraben sein. Ich grabe ein Loch und suche nach Jorbo. Ich grabe ein Loch und suche nach Jorbo.